Hallo zusammen, wir haben heute den Lars Thomsen bei uns, ein Zukunftsforscher, was natürlich für mich als Wachstumsinvestor auch sehr, sehr interessant ist. Ich habe ihn auf einem Vortrag von NetForce in Hamburg gesehen und war da auch wirklich sehr begeistert. Aber bevor ich zu viel vorweggreife, stell dich doch kurz selber mal vor, was du machst und wie du auch zu diesem Thema gekommen bist, weil das ist ja auch, sag ich mal, nicht das Typischste. Man macht ja nicht Abitur und sagt, ich werde jetzt Zukunftsforscher. Nee, wobei der Grundstein wurde tatsächlich schon in meiner frühen Jugend oder in der Kindheit gelegt, weil ich bin in Hamburg aufgewachsen, zwischen einer Kindergärtnerin, meiner Mutter und meinem Vater, der Ingenieur war. Und interessanterweise habe ich festgestellt, dass Zukunft immer eine Mischung aus zwei Dingen ist, nämlich einmal dem Mut der Kreativität und der Fantasie, sich etwas vorstellen zu können, was es heute noch nicht gibt. Und das schaffen wir ganz gut. Gerade wenn man jung ist, hat man noch viel Kreativität und träumt von fliegenden Autos und Robotern, die unsere Kinderzimmer aufräumen können und kabellosen Telefonen. War aber alles in den 70er Jahren gar nicht da. Und auf der anderen Seite mussten wir meinem Vater dann immer vorrechnen, dass diese verrückten Ideen auch tatsächlich machbar sind und was man dafür braucht und ob das den Naturwissenschaften entspricht und wie teuer das wäre und wie lange das noch dauert. Und das war eigentlich das ganz Normale in meiner Kindheit. Und dann habe ich BWL studiert und habe gemerkt, dass meine ganzen Kommilitoninnen und wahrscheinlich irgendwann mal Manager sind und das Schicksal von Firmen mitbestimmen. Aber sie hatten keine Ahnung, was in den nächsten 10 Jahren an disruptiven Opportunitäten, also an Chancen, die entstehen durch Veränderung oder Paradigmenwechsel oder neue Technologien oder andere Geschäftsmodelle auf sie zukommen, und habe dann im Studium schon angefangen, Firmen zu beraten, was in den nächsten 5 bis 10 Jahren passieren kann und wahrscheinlich wird, und habe daraus dann meinen Beruf gemacht, und habe eine Firma mit vielen, also ich bin so ein Multiunternehmer, ich hatte insgesamt schon 4 Firmen, 3 davon recht erfolgreich verkauft, und jetzt habe ich seit 23 Jahren die Future Matters. Wir sind Think Tank in Zürich und helfen Unternehmen dabei, die nächsten 5 bis 10 Jahre etwas genauer zu planen. Also Sie sind Unternehmer und sag ich mal, beraten jetzt auch andere Firmen bei Zukunftsthemen. Ne? Man kann sie dann irgendwie als Speaker buchen oder es gibt irgendwie Beratungsprojekt. Ist das so richtig? Und die Firmen davor, waren die auch in der Beratung oder waren die auf der Produktseite? Nee, ich hatte während der Internetzeit eine recht große Internetagentur in München. Wir haben uns dann weiterentwickelt und haben solche Datenbank-Applikationen gemacht. Aber Future Matters ist wir nennen das immer so ein Think Tank für Corporate Foresight. Das heißt, wir sind 11 Partner, die recht industrienah arbeiten und sehr vertrauensvoll mit den Firmen eben arbeiten, dass sie nicht irgendwann aufwachen und sagen, meine Güte, warum haben wir den Trend nicht gesehen oder diesen Umbruch vorausgesehen. Und daneben bin ich Investor, einfach aus Spaß, weil man trifft halt unglaublich viele Leute, wenn man Zukunftsforscher ist. Und da gibt es immer wieder Gründungsteams, Ausgründungen oder Leute, die sagen, okay, ich kann hier etwas, ich mache hier etwas, und ob man da nicht mitmachen möchte. Und das hält mich auch jung. Ja, ich glaube, es ist auch wichtig, dass man to eat your own dog food, ne? Dass man Ja, nicht, dass nicht nur ja. analytisch ist, sondern dass man auch mal Geld gewinnt und verliert. Das ist natürlich auch dann eine Lernkurve, dass man manchmal vielleicht auch dann den Hype von der Substanz dann auch unterscheidet. Das ist ja, glaube ich, auch die Herausforderung bei den Wachstumsthemen. Da gibt es ja immer wieder auch schöne Stories. Viele realisieren sich, aber einige halt auch nicht. Können wir auch gleich noch zu reden. Aber was ich vielleicht noch vorweg noch ein bisschen. Was sind dann so Theorien, die Sie vielleicht irgendwie auch dann beim Investieren und bei der Analyse gelernt haben? Also was ein Satz, den ich zum Beispiel ganz wichtig finde, überschätzen oft, was wir in einem Jahr erreichen, aber unterschätzen, was wir in 10 Jahren erreichen. Genau. Das ist auch so, was mich so ein bisschen beim Investieren anleitet, dass ich versuche, okay, aktuell ist vielleicht dieses Thema gerade im kurzfristigen Hype-Zyklus, ja, aber langfristig kommt es oder ein anderes Thema ist gerade nicht in diesem Hype-Zyklus. Aber das auf 10 Jahre kommt es und dann kann man es günstiger kaufen. Was wären noch so Theorien oder so Daumenregeln, die man da vielleicht anwenden kann oder die Sie vielleicht auch selber schon erfahren haben? Ja, also der Gartner-Hype-Cycle, der ist sehr valide, weil vielleicht ganz kurz, wenn man sich etwas Neues vorstellen kann, dann ist es immer wunderbar für Storytelling, dass man sagt, ja, klar, jeder wird einen Roboter haben. Und dann denkt man immer, ah ja,
Dann kommt es bestimmt nächstes Jahr oder übernächstes Jahr. Aber dann dauert es eine gewisse Zeit, wo dann ja, sich die Spreu vom Weizen trennt, wo man dann sieht, welche Probleme da noch sind. Aber wenn man eben genauer versteht, und das ist für mich ganz wichtig, also ich denke, wir nennen das bei uns Informed Decision Making. Also das heißt, wir versuchen wirklich sehr genau zu durchdringen, wie eine neue Technologie, ein neues Paradigma wirklich funktioniert. Und wir erforschen, mit welcher Dynamik die Innovation vorangeht. Und das machen wir, indem wir mit den Leuten sprechen, die an dieser Innovation arbeiten. Und interessanterweise, egal ob man jetzt in Robotik geht oder in die Batterieproduktion oder in neue Formen der autonomen Mobilität, wenn man wirklich mit den 30 Leuten spricht, die täglich daran arbeiten, dann kriegt man einen Eindruck davon, mit welcher Taktrate diese Innovation vorangeht, wann diese exponentielle Kurve tatsächlich kommt. Und es ist immer eine Timingfrage und es geht nicht kurzfristig. Also ich bin auch vollkommen der Meinung, ich bin überhaupt kein Trader oder irgendwie etwas, sondern da bin ich dann eher auf der Seite. Also jedes Startup denkt, sie sind in 1-2 Jahren profitabel. Und nein, es dauert in der Regel 3-4. Und es braucht Durchhaltevermögen und es braucht ein Commitment. Und das sind so die Kriterien, nach denen wir dann schauen, wenn wir zum Beispiel auch über Investments nachdenken. Einer der großen Megatrends der letzten 10, 20 Jahre war eigentlich so die Digitalisierung, wo, sag ich mal, das so ein bisschen abebbt, ne? Das sind ja schon sehr, sehr große Firmen. Es kommt vielleicht mit AI der nächste Schub, was aber ja noch irgendwie, sag ich mal, verbunden ist. Ne? Das ist ja teilweise, ist ja Internet und AI ist ja irgendwie relativ ähnlich. Ne? Also viele Sachen wurden ja auch schon davor so ein bisschen genutzt. Was wäre jetzt neben AI oder A, was ist Ihre Meinung auch zu AI? Da sind wir wahrscheinlich gerade relativ weit oben im Hype-Zyklus, aber hat auch eine hohe Substanz. Was wären vielleicht noch andere Megatrends für die nächsten 10 Jahre neben diesem Digitalisierungsthema? Ne? Wir haben es schon, Elektroauto, Robotik haben Sie angesprochen. Was wären denn noch Themen, wo Sie sagen, dem traue ich viel zu auf die nächsten 5 bis 10 Jahre, wo vielleicht noch gar nicht so viel drüber gesprochen wird? Ja, also vielleicht, wir fangen mal mit KI oder AI an. Für mich ist dieser ganze Trend der künstlichen Intelligenz nicht eine Fortführung der Digitalisierung, sondern wirklich ein komplett neuer Megatrend. Ich würde ihn sogar als Supertrend bezeichnen, weil er in fast alle Bereiche reinwirkt. Ob das die Form ist, wie wir arbeiten, ob das die Mobilität der Zukunft angeht, die Intelligenz, die wir brauchen, um atmende Energienetze jetzt zu bauen, die hauptsächlich mit Erneuerbaren laufen, bis hin zu der Frage, wie wir zukünftig Medizin entwickeln oder Heilungsmethoden oder Nahrungsmittel herstellen. Und das wird der große Tipping Point oder dieser Umbruch, der mit der AI kam, war, wir nennen das manchmal ganz gerne scherzhaft das Ende der Dummheit. Wir hatten vorher in der Digitalisierung ganz viele miteinander verbundene Geräte, aber die Intelligenz war eigentlich auf Seiten der Menschen, die dann mit diesen Netzwerken irgendetwas machten, ob das ein YouTube verbreiten war oder ob das kommunizieren war oder etwas. Aber was jetzt passiert ist mit, und das ist ja eigentlich erst vor ein paar Wochen passiert, 20, 30 Wochen mit diesen Large Language Models. Wir haben jetzt Systeme, die lernen können. Und also Intelligenz ist dadurch ausgezeichnet, ganz einfach, wenn man Muster erkennt und sagt, okay, kenne ich noch nicht, aber ich lerne das. Und wenn ich das kann, dann kann ich das besser. Und das ist tatsächlich das, was die 2020er Jahre in alle Bereiche reingeht. Aber was die anderen Trends angeht, der erste klingt alt, ist aber eigentlich jetzt an diesem Tipping Point. Künstliche Intelligenz war das fehlende Element, um Roboter tatsächlich oder Robotik tatsächlich zum Durchbruch zu verhelfen. Genau, useful zu machen. Ich wollte gerade irgendwie ein englisches Wort raushauen. Weil letztendlich kann KI, wenn wir jetzt zum Beispiel mit ChatGPT irgendetwas machen, zwar Bits und Bytes so bewegen, dass wir sagen, oh klasse, aber wenn wir dann Atome oder beziehungsweise Moleküle und alle möglichen Dinge bewegen können mit der Robotik, ist das die normale Veränderung. Und wenn ich jetzt mal sagen würde, eines der größten Investmentchancen
für die nächsten 7 Jahre. Ich bin der Meinung, dass Robotik schon im Jahre 2030 deutlich größer sein wird vom Volumen her als die Automobilwirtschaft weltweit heute. Wir rechnen mit mindestens dem 2- bis 3-fachen an Potenzial. Und das liegt einfach daran, weil ein Auto hat einen gewissen Wert oder eine gewisse Usefulness. Und wenn man das vergleicht mit einem humanoiden Roboter zum Beispiel oder mit einem Transportroboter oder mit einem, es wird jede Menge spezialisierte Geräte geben, kann man dafür eigentlich viel, viel größere Innovationsgewinne einstreichen. Und also das heißt, jetzt Augen auf, gucken, wer geht wirklich in die Robotik rein, wer macht die Dinge, was sind die Hürden, die wir machen müssen, aber die Dynamik ist enorm. Und ich kann nur sagen, durch die KI haben Prozesse, die früher 10 Jahre gedauert haben, um einem Roboter das Laufen beizubringen, das geht heute innerhalb von Stunden. Und damit haben wir natürlich enorm schnelle Innovationssprünge und Entwicklungen. Und das wäre ja auch deflationär, ne? Weil aktuell sagen die Leute, Arbeitskräfte fehlen. Ne? Wenn jetzt der humanoide Roboter kommt, da gibt es ja dann doch viele Anwendungsfälle, ne? Sei das irgendwie im Service oder so Sachen putzen. Ich weiß, da gibt es ja schon Sachen, die dann, glaube ich, auch das Leben dann wirklich verändern würden. Ne? Weil wenn ich jetzt so die letzten 10 Jahre zurückgehe, ne, schaue in mein Haus oder Ding, was hat sich jetzt wirklich verändert? Das ist halt irgendwie, sag ich mal, das Smartphone. Ne? Vielleicht noch, wenn ich ein Elektroauto hätte. Aber sonst hat sich auch viele Sachen, muss ich ja immer noch machen. Ne? Klar, ich habe so einen iRobot, der so rumfährt, aber ehrlich gesagt, es ist jetzt nicht so der wahnsinnige Sprung so nach vorne. Ne? Das ist, würde dann so kommen, wenn die halt rumlaufen, muss die Frage, wie bildet man das ab? Ich glaube, Tesla forscht daran, aber es gibt halt auch wenig Pureplay-Aktien. Ne? Das ist dann auf Projekte von größeren Firmen. Ja, wobei, also man muss schon genau hinschauen. Also Hyundai hat sich zum Beispiel dort Boston Dynamics ja gekrallt für einen recht günstigen Preis, wie ich finde. 0,8 Milliarden, wenn ich das richtig gesehen habe. Und also man kann jetzt schon beobachten, dass sich der Markt neu verteilt. Und es gibt sogar schon erste Angebote. Also hier Anybotics aus Zürich ist ein ETH-Spin-off. Die bieten jetzt zum Beispiel so kleine Überwachungsroboter an, die haben so 4 Beine, ähnlich wie Spot Mini von Boston Dynamics, und die vermieten die im Monat für 8.100 Euro. Die können aber die in wirklich nicht, also die können durch den Abwasserkanal laufen und gucken, ob da irgendwelche Verstopfungen sind. Also das möchte ein Mensch eigentlich nicht machen. Das können die 24/7. Die können in gefährlichen Umgebungen oder wo irgendwie Schadstoffe in der Luft sind, Dinge machen. Die können verschiedene Sachen ablesen. Und das macht ökonomisch jetzt schon Sinn, weil wenn man sagt, 8.000 im Monat, aber ich kann damit 5 Leute ersetzen, die sowieso nicht da sind, weil die keine Lust haben, in Abwasserkanälen rumzulaufen, dann wird das jetzt also recht schnell auch ein Geschäft. Es ist nicht nur eine Idee, sondern es wird jetzt auch wirklich, geht in die echte Zeit. Und tatsächlich der demografische Wandel, ich meine, wir alle, das ist ja der Witz, wir reden von Fachkräftemangel, aber de facto, wir werden alle älter, aber wir haben immer weniger Nachwuchs, und wir werden wahrscheinlich wir irgendwann auch recht glücklich darüber sein, dass wir in der Pflege nicht darauf hoffen müssen, dass unsere Kinder, die wir vielleicht gar nicht haben, oder das Einzelkind, was mittlerweile in Amerika lebt, kommt, um uns ein lebenswertes Leben im Alter zu ermöglichen. Und das ist ein Riesenthema. Nee, ich glaube, also wenn man überhaupt überlegt, ne, was das alles ersetzen könnte, so vom, also wenn man dann noch autonomes Fahren dazu nimmt, ne, so Lieferdienste, dann ist Robotik, denke ich, ist riesig, AI ist riesig. Ein drittes Thema, was natürlich jetzt auch durch die aktuelle Krise verschärft worden ist, das Thema Energiewende. Ne? Sind wir auch schon lange dran. Da ist halt immer die Frage, Deutschland geht da in irgendeinen Sonderweg. Ne? Wir haben jetzt irgendwie die Atomkraft da ausgeschaltet. Alle anderen Länder machen es ein bisschen anders, investieren in Erneuerbare, aber für diese Grundlast. Was ist Ihre Meinung dazu? Wie wird das irgendwie rauslaufen? Da werden wir mal irgendwie weiterdenken. Wir werden ja wieder mehr, gerade Strom auch viel bekommen. Ne? Weil wenn wir heizen mit Strom, Roboter brauchen Strom. Also die Nachfrage wird da ja weiter steigen. Ne? Ja, das Interessante ist, ja, wir brauchen mehr Strom, aber wir brauchen weniger Energie. Also das ist ganz lustig, weil im Moment, wenn wir ein Fahrzeug mit fossilen Energien betreiben, werden 2/3 oder mehr als 2/3 der Energie einfach verschwendet, weil das ist einfach Wärmeerzeugung und nicht Vortrieb.
Und wenn man ein Elektroauto dagegen setzt, dann braucht ein Elektroauto von der reinen Energiemenge her, also wenn man einfach einen Liter Benzin nimmt, da sind so 10 Kilowattstunden drin, damit komme ich vielleicht irgendwie 15 Kilometer weit. Mit 10 Kilowattstunden elektrisch komme ich 50 Kilometer weit. Also wir haben da große Vorteile. Und es ist vollkommen klar, sogar ökonomisch, also nicht nur ökologisch, dass wir jetzt einen riesen Markt dafür haben, dass wir unser immer noch fossil dominiertes Energiesystem weltweit oder die Energiesysteme, es gibt drei Sektoren, eben Wärme, Kälte, dann Verkehr und Stromerzeugung, auf erneuerbare umstellen, weil es auch günstiger ist mittlerweile. Also wir können, und wenn man mal sehr aufmerksam durch Deutschland fährt, man sieht entlang der Autobahn riesige Freiflächen. Wir haben in den letzten 3 Jahren über 20 Gigawatt Erzeugungskapazität zugebaut. Also klar, also wenn die Sonne scheint, haben wir 20 Atomkraftwerke, die dann Energie liefern. Und darum ist es sehr eng mit dem ganzen Thema intelligentes Energienetz. Wir nennen das ein atmendes Energienetz, das also in der Lage ist, wenn viel Sonne da ist, dann haben wir im Moment gar nicht genug Aufnahmekapazität. Darum macht jedes Elektroauto dann vor allem Sinn, wenn es geladen wird, wenn die Sonne scheint. Und gegebenenfalls sogar das Energienetz unterstützen kann, wenn es dann dunkel und windstill in der Nacht ist. Und wir sind jetzt aber an dem Punkt, dass das keine politische oder ökologische Forderung mehr ist, die sehr viel Geld kostet, sondern dass man damit unglaublich viel Geld verdienen kann. Tesla kriegt seine großen Megapacks, das sind diese großen Batteriedinge, die die Netze weltweit dabei helfen, dieses Atmen zu machen zwischen Phasen, wo viel Energie ist und wenig da Energie ist. Die haben einen Orderbook, das ist für 3 Jahre ausverkauft und sie können neue Fabriken bauen und sagen, es wird trotzdem nicht weniger. Also das heißt, wir sind jetzt an diesem Punkt, wo das nicht mehr ein Muss ist, sondern ein enormer ökonomischer Treiber. Ich gehe davon aus, dass es ungefähr 800 Wochen dauern wird. Das sind 15 Jahre, in denen wir ein Energiesystem, das im Moment 80%, also wenn wir global gucken, 80% fossil dominiert ist und wir haben 20% Erneuerbare. Innerhalb der nächsten 800 Wochen dreht sich das um. Wir haben 20% fossile Quellen und 80% erneuerbar. Und wir reden von Milliarden, 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 Milliarden. Also das heißt, es ist nicht eine Frage, will ich das und bin ich dafür oder finde ich das doof oder habe ich Angst, dass ich irgendwie im Winter im Kalten setze. Wenn man das aus Investorensicht sieht, unglaubliche Chance. Ist ja auch eine riesen, riesen Industrie, ne? Und gerade, sagen wir mal, um den Äquator, wo ich halt irgendwie, sag ich mal, jeden Tag irgendwie Sonne habe, und wahrscheinlich auch ein relativ stabiles Klima, da ist es ja oft schon günstiger. Die Frage ist halt nur in unseren Breiten, ne? Wenn ich jetzt irgendwie in eine Januarnacht habe, da scheint dann irgendwie nicht die Sonne. Wenn ich dann irgendwie auf, sag ich mal, Wärmepumpen umstelle, da habe ich ja auch gerade in Frankreich gibt es ja sehr viel, da brauche ich ja dann ordentlich Strom, und wenn es dann keinen Wind hat, klar, wenn wir irgendwann extrem viel Erneuerbare haben, dann lohnt sich wahrscheinlich auch das in Elektrolyse, und dann kann man da vielleicht dann wieder irgendwelche mit grünem Wasserstoff irgendwelche Gaskraftwerke an, aber wir brauchen ja schon für diese Grundlastfähigkeit Ja, da etwas, ist das die neue Generation von Atom? Fusionsenergie wird ja auch mindestens 10 Jahre dauern. ein Teil wird mit Atom oder also Fusion ist noch ein bisschen weit weg, aber ja, und es wird ein Mix sein. Aber man muss auch realistisch sein. Also wir werden kein reines Wasserstoffsystem haben, um Energien zu speichern, weil es macht in vielen Bereichen nicht so viel Sinn. Also in einem PKW macht Wasserstoff überhaupt keinen Sinn, auch im LKW eigentlich nicht. Für saisonale Geschichten werden wir Speicher haben, aber es gibt 10-mal mehr Lösungen als Probleme. Also es wird immer so getan, als würden wir jetzt irgendwie in eine Zukunft laufen, wo keiner die Lösungen dafür hat. Das ist eher ein Wettstreit der Systeme, welche Lösung dann zum Tragen kommt. Und das ist aus Investorensicht eigentlich auch eine ganz schöne Übung, mal zu schauen, wie wir es machen. Aber nur mal eine Zahl. Wir werden im Jahre 2030 ungefähr dreimal so viel erneuerbare Erzeugungskapazität haben, wie das Netz in der Höchstlast braucht. Das heißt, es ist nicht eine Frage, ob wir genügend Energie erzeugen können. Das ist schon gelöst. Oh, sorry. Aber die große Frage ist, wie intelligent wird das System? Wie gut können wir die Energie dann speichern, wenn sie verfügbar ist? Und wenn man mal groß denkt,
Die Chinesen diskutieren gerade darüber, ob sie nicht, jetzt mal gucken, wie das geopolitisch da weitergeht, aber theoretisch ist es schon denkbar, dass wir so eine Art Backbone mit Supraleitern einmal um die Erde legen. Die Erde hat ja nun einen Umfang von 40.000 Kilometern. Das ist, also ich meine, das ist eigentlich nicht viel. Und das Interessante wäre, genauso wie wir Backbones für das Internet haben oder für andere Dinge, könnte man damit recht viel machen. Denn eine Seite der Erde ist immer von der Sonne beschienen, die andere ist dunkel. Man könnte ausgleichen. Man muss im besten Fall eben nur 20.000 Kilometer überbrücken und kann dazwischen auch mit den Speichermöglichkeiten arbeiten. Und das sind jetzt zum Beispiel Ideen, die recht viel diskutiert werden, wo man größer denkt, weil vorher war Energie sehr kleinteilig. Da gab es den Regionalversorger oder das Stadtwerk und die haben nur in ihrem kleinen Teich oder in ihrem kleinen Bereich gedacht. Und darum auch mal gucken, diese neuen Energieplayer, die jetzt rauskommen. Ob das jetzt, ich gebe einfach ein Beispiel. In Hamburg gibt es die 1,5 Grad von Philipp Schröder, die einfach das Thema nicht mehr regional sehen, sondern sagen, nee, nee, wir machen das global. In Australien, in Schweden, in Deutschland, in wo auch immer. Und machen Lösungen, die unglaublich viel Sinn machen. Da können die großen Energieversorger gar nicht richtig mitmachen, weil sie nicht so dynamisch und global denken. Und ich glaube, selbst im Energiemarkt haben wir in den nächsten 5 Jahren so unglaubliche Opportunitäten, da bilden sich ganz neue Player raus mit viel Intelligenz und Technologie. Das sind jetzt schon mal drei Riesenthemen, wenn wir sagen AI, Robotik und erneuerbare Energien. Was ist denn vielleicht ein bisschen ein Thema, was auch noch spannend ist, aktuell noch sehr, sehr klein, aber vielleicht auch großes Potenzial hat, 3D-Druck oder Flugtaxi, gibt es irgendwie so sagen, das finde ich sehr, sehr, sehr spannend. Das ist was nicht ganz so groß ist, ja. Und das Zweite gibt es, was ist ein Trend, woran Sie zum Beispiel nicht so glauben, wo Sie glauben, das wird mehr der Hype angetrieben und das wird wahrscheinlich schwierig werden, dass sich das durchsetzt. Ja, also dann, da waren gleich wieder viele Fragen. Also Ja. wir kommen in die Dreidimensionalität, wenn man das mal als Trend nimmt. Das ist ganz lustig, weil wenn wir Flugtaxis nehmen, wenn wir Tunnelsysteme nehmen, die wir relativ schnell jetzt bohren können unter Städten, dann machen wir etwas, was ganz natürlich ist. Wir müssen von der Zweidimensionalität weg. Warum stehen wir im Stau? Ja, weil einige Leute wollen von Norden nach Süden und die anderen wollen von Westen nach Osten und da ist eine Ampel und da können immer nur ein paar Autos rüber und dann, wenn es zu viele sind, staut sich alles. Sobald wir in die dritte Dimension gehen, haben wir eine ganz andere Möglichkeit. Und da in diese dreidimensionalen neuen Industrien, ob das Flugtaxis sind, die nicht so weit weg sind, wie Leute wohl glauben, weil wir werden nächstes Jahr schon erste Demonstrationen sehen, wo man das machen kann. Wir werden in 2, 3 Jahren einige Bereiche auf der Erde haben, da kann man vom Flughafen direkt zum Hoteldach fliegen und und das ist eben durch den elektrischen Antrieb so viel billiger, dass das, was vorher ein Hubschrauberflug gekostet hat, jetzt nur noch ein Zehntel kostet. Und wenn etwas nur ein Zehntel kostet, hat man 100-mal so viel Nachfrage von den Menschen. Was aber in dem Zusammenhang vielleicht noch ein ganz interessanter Trend ist, ist eben, wie wir zukünftig Nahrungsmittel produzieren, nicht? Also Vertical Farming als Beispiel ist eben auch der Schritt, dass man sagte, vorher haben wir unter freiem Himmel auf einer ebenen Fläche den Acker gepflügt, Saat eingebracht und dann gehofft, dass genug Regen kommt und keine Dürre und dass keine. Ja. Und dann irgendwann haben wir das geerntet, dann gab es in dem Moment viel zu viel, dann mussten wir das speichern und dann irgendwie um die ganze Welt transportieren. Wir glauben, dass eben mit Robotik und künstlicher Intelligenz und eben 3D-Druck, also wir können letztendlich sehr, sehr schnell Vertical Farms in Megacities bauen, die bis zu 30% der dort benötigten Nahrungsmittel 365 Tage im Jahr produzieren können. Das hat unglaublich viele Vorteile. Viel weniger Wasser, alles Bioqualität, keine Pestizide, keine Herbizide, wir brauchen keinen Phosphor, keinen Stickstoff, alle diese ganzen Dinge. Und die Dinge schmecken sogar besser. Also eine Karotte oder ein Salatkopf oder ein Feldsalat aus einer Vertical Farm, da beißt man rein und sagt, so soll es sein. Und interessanterweise, man denkt immer, okay, Nahrungsmittel, das ist so der erste Sektor, da ist ein Bauer mit einem Trecker auf dem Feld und das wird eine Industrie werden,
die etwas produziert, was wir mehrfach am Tag brauchen. Milliarden von Menschen, passt in das Energiesystem, passt in das Thema Klimawandel, passt in das Thema Regionalität, passt in das Thema Einsatz von Robotik und KI. Super spannend, die Player jetzt anzugucken, die wirklich jetzt Weltmarktführer werden im Vertical Farming Bereich. Dauert noch zwei, drei Lichter, Jahre. Bis kann man das ja spielen, ne? Gibt es ja auch so Lichthersteller, die in dem Bereich. Alles, also alles, was dazu gehört, Licht, der Transportsektor, da braucht man KI, also Kameras, die Pflanzen beim Wachstum beobachten. Die können sogar lernen, welches Licht für welche Pflanze am besten geeignet ist, also welche Intensität, welche Lichtfarben, welche Tag-Nacht-Zyklen, wie viel Wasser. Das wird eine ganz neue Möglichkeit geben. Hype-Industrien, also ich glaube, also ganz ehrlich, im Moment wird in Deutschland unglaublich viel über Wasserstoff geredet. Es wird lange nicht so groß werden, wie das Leute manchmal glauben. Es wird einen Teilbereich geben, aber es macht ökonomisch und technisch in vielen der Bereiche, die derzeit diskutiert werden, keinen Sinn. Also ich meine, ich will das nicht ideologisch bewerten, sondern ich nehme einfach einen Taschenrechner, ein Blatt Papier und gucke mir die Ökonomien an und da muss man einfach mal ganz ehrlich sein. Und ob das Metaverse so wird, wie das im Moment diskutiert wird, wage ich auch zu bezweifeln. Klar, künstliche Intelligenz wird uns die Möglichkeit geben, ganz anders zu lernen zukünftig, ganz anders Dinge zu erfahren und vielleicht auch mal in einer virtuellen Welt Dinge anders kennenzulernen als heute, aber es wird nicht so sein, wie wir das in den letzten zwei Jahren häufig diskutiert haben. Wenn wir jetzt so die Themen so ein bisschen durchgehen, muss man auch wieder sagen, richtig führend ist Deutschland da eigentlich nirgendwo. Es ist eher ein Risiko-Elektroauto für unsere Industrie. Künstliche Intelligenz hatten wir, glaube ich, mal sehr, sehr gute oder haben immer noch sehr gute Forschungsinstitute, glaube ich, da eins bei Kaiserslautern oder so. Aber die Musik spielt halt auch in China oder in den USA. Was braucht es, dass Deutschland vielleicht weniger Trends verschläft? Ich meine, wenn man jetzt so drüber redet, das macht ja irgendwie auch Spaß, sage ich jetzt mal, sich mit solchen Themen zu beschäftigen. Aber ich habe auch das Gefühl, so in der öffentlichen Meinung ist immer sehr, sehr negativ. Ja, eine gewisse fortschrittsfeindliche Stimmung schnell. Ne? Man versucht immer schnell, das Haar in der Suppe zu finden. Das funktioniert ja eh nicht. Woher sehen Sie es auch so? Woher kommt es? Und kann man da vielleicht auch irgendwann nochmal gegensteuern? Ja, ich meine, das hat wahrscheinlich viele Faktoren. Das eine hängt tatsächlich mit Neugier und mit Mut zusammen. Also um Zukunftsforscher zu sein, und wir sind eine Gruppe von 11, wir verbringen am Tag jeder 5-6 Stunden damit, uns mit Dingen zu beschäftigen, die wir noch nicht gut genug kennen. Also wir sind neugierig, wir versuchen Dinge zu verstehen, zu durchdringen. Und das braucht eine Menge Zeit, aber es bringt auch einen großen Gewinn. Also man kann nicht einfach nur die Bild-Zeitung lesen, um eine zu nennen und sagen, jetzt bin ich voll informiert über alles, sondern man muss eben auch mal sich ein YouTube-Video angucken von jemandem, der wirklich Ahnung hat. Oder wenn irgendjemand behauptet, er hätte hier einen neuen Roboter, eine neue Vertical Farm und auch mal hinfahren. Also wenn man im Urlaub ist, meine Familie kennt das, wenn die dann an den Pool gehen, sage ich, da gibt es eine Firma, die finde ich interessant, die besuche ich jetzt mal. Oder ich habe mich mit denen verabredet. Und ich glaube, das wäre sehr, sehr wichtig, dass wir in Deutschland eine Kultur wiederfinden, die nicht darauf gepolt ist, immer alles Neue erstmal abzulehnen und skeptisch zu sein, sondern einfach mit offenen Augen die anzugucken. Was bei der KI eben der Fall ist im Moment, ich sehe einen großen Unterschied, wie Amerika zum Beispiel mit dem Thema umgeht, wie China mit dem Thema umgeht oder wie wir in Deutschland damit umgehen. Und ich finde es ganz, ganz gefährlich, dass selbst in der IT-Industrie in Deutschland das Thema KI eher noch so als, ja, lustig, aber dauert noch 10 Jahre. Es dauert keine 10 Jahre. Es dauert vielleicht noch 10 Monate, wo große Teile des KI-Marktes verteilt werden. Also es ist jetzt notwendig, sich ganz intensiv damit zu beschäftigen und es eben nicht tot zu diskutieren oder nur die Gefahren zu sehen, die es auf jeden Fall gibt, aber eben auch die Potenziale zu heben. Und was eben Robotik und diese neuen Technologien angeht, autonome Fahrzeuge, Elektroantriebe, Flugdrohnen, all diese Sachen,
Eigentlich haben wir die besten Voraussetzungen, weil wir in Deutschland schon gute Ingenieurinnen und Ingenieure haben. Wir wissen, wie man hochqualitative Produktion hinbekommt. Wir können das machen, aber wir brauchen in Deutschland einfach mal ein etwas anderes Mindset, dass wir eben sehen, die 2020er Jahre, ein Drittel ist rum, zwei Drittel kommen noch. Also alleine bis 2030, das ist ein Schlaraffenland für innovative Unternehmen, Menschen und Investoren, weil es hat sich noch nie so viel verändert, wie sich in den nächsten 6,5 Jahren verändern wird. Und trotzdem diskutieren wir im Moment über Klein-Klein, wer ist schuld oder gab es da eine Vettern-Affäre oder ist eine Wärmepumpe zu teuer oder muss der Staat das machen? Wir müssen wirklich wieder lernen, mal ein bisschen langfristiger zu denken, weil 2030 ist 300 Wochen entfernt. 300 Wochen. Eine Woche ist super schnell vorbei. Und in der Zeit wird Wohlstand auf der Welt neu verteilt. Und wenn wir meinen, wir hätten jetzt noch 300 Wochen Zeit, einfach nur darüber zu schimpfen und zu zweifeln, dann werden wir schon sehen, wo wir landen. Ja, es gibt halt auch insgesamt relativ wenig wirklich Deep-Tech-Gründungen. Ich glaube, es wird jetzt so ein bisschen besser, ne? Aber wie viele deutsche Firmen in dem Bereich in die Börse geschafft haben in den letzten Jahren, ist eher so E-Commerce-Themen, ne? Das sind so, Aktien ist okay, aber das ist halt jetzt auch nicht weltverändernd, dass ich jetzt meine Schuhe irgendwie online bestellen kann. Das geht ja bei Konkurrenten auch, oder dass ich irgendwelche Essenszutaten zugeschickt bekomme. Mich zum Beispiel wundert, ist es ja heute deutlich leichter, ein neues Auto zu bauen. Ne? Ich habe irgendwie ein Elektroauto, ich brauche ja nicht mehr so viel Teile. Ja. Ich habe wirklich drei Trends parallel, Batterie, Software und auch Businessmodell. Und ich habe ja die ganzen Zulieferer gerade in Deutschland. Ne? Also Tesla hat ja die Fabrik auch nicht ohne Grund in Deutschland gebaut. Aber es gab eigentlich keine echte Gründung, irgendwie ein Ding, was irgendwie vor 10 Jahren von der Post mal und dann irgendwie so ein halbes, was irgendwie, aber warum ist nicht so ein paar Ingenieure, da ist irgendwie nichts bei rumgekommen, das ist wahrscheinlich dann auch ein Finanzierungsthema, ne? Weil so 10 Millionen bekommt man noch irgendwo, so ein Thema, aber mehr als 100 Millionen braucht man vielleicht auch nicht, um zum Beispiel ein Nischen-Elektroauto im Luxusbereich, ich meine, da kam ja überhaupt nichts und das sind so viele Mitarbeiter, die Kompetenz eigentlich haben für die Entwicklung, die sind dann irgendwie nach China gegangen oder zu Tesla und haben es da entwickelt, ne? Das verstehe ich auch nicht, ne? Ja, ich meine, da sprechen Sie was Wichtiges an. Ich meine, es kann nicht sein, dass die Gründerinnen und Gründer in Deutschland bis zu 80% ihrer Zeit damit verbringen, das Geld zu finden für ihre Idee und nur noch 20% dann auf der Idee verbringen können. Und manchmal geht es um Beträge, wo man sagt, ja komm, die brauchen 1-2 Millionen. Also ich meine, ich will jetzt nicht überheblich sein, aber 1-2 Millionen, ich meine, das ist Spielgeld für viele Unternehmen, die sagen, wenn wir eine Entscheidung treffen und machen, keine Ahnung, kaufen irgendwie eine Software oder lassen irgendwie mal was entwickeln, es wäre schon wünschenswert, dass wir auch von der deutschen Industrie einfach mehr Unterstützung für Leute finden, und es werden jedes Jahr weniger, die Kapazität und den Willen und die Lust haben, sich wirklich so ins Zeug zu legen und die Welt neu zu erfinden. Und also ich selber bin an ungefähr einem Dutzend Startups beteiligt, es ist wirklich manchmal zum Heulen, weil die, also zum einen, wie schwierig das ist, Geld zu finden, wie viel Zeit das braucht, wie viel Angst und Stress und Sorgen damit verbunden sind. Und dann bleibt für die eigentliche Innovation, das den Wert erzeugt, einfach viel zu wenig Zeit übrig. Und da müssen wir eigentlich uns alle mal in die Nase fassen. Also eigentlich brauchen wir viel mehr und viel intelligentere Wege, Startups dabei zu helfen, tolle Sachen zu machen. Weil da entsteht wirklich Innovation. Sehr gut. Vielleicht noch, wir sind schon wieder sehr fortgeschritten in der Zeit, noch so ein letzter Ausblick. Warum glauben Sie, dass bis 2030 jetzt so viel passiert und wir eigentlich bei dem Wachstumsthema in der besten aller Zeiten, zumindest auf einer, vielleicht nicht in Deutschland, aber auf einer globalen Ebene im Leben, was macht Sie da so optimistisch, dass sich das jetzt, sag ich mal, potenziert? Da gibt es ja, glaube ich, auch so einen Begriff, dass irgendwann die Technik da übernimmt und alles löst.
Singularität oder nachher war das. Genau, Singularity, ja. Das ist halt noch ein bisschen entfernt, aber das Interessante ist, dass ich eben, wie Sie eben sagten, die Zyklen oder die Innovationstaktrate erhöht, mit der man Dinge erfinden kann. Also das ist genau richtig, ein Elektroauto kann man viel schneller entwickeln, weil viel weniger Teile, viel besser zu beherrschen. Das ist auch der Grund, warum wir auf einmal ganz, ganz neue Player aus China oder den USA haben, die so tief in die Märkte eindringen können. Und die sind einfach schneller. Man kann das aber auch positiv sehen. Wir können viele Probleme, wo wir früher gesagt haben, boah, das dauert ein Jahrzehnt, um das zu lösen, jetzt in einem Jahr lösen. Also für eine Verzehnfachung der Geschwindigkeit, mit der man dann Time-to-Market oder Dinge machen kann. Und die KI beschleunigt diesen Prozess enorm. Also wir sehen eben, es ist nicht nur ChatGPT oder Midjourney, die uns Bilder erzeugen können, sondern zukünftig werden die auch dabei helfen, ganz, ganz komplizierte Engineering-Probleme zu lösen, Patentrecherchen zu machen, automatisch zu patentieren. Und das kann man eigentlich nur machen, wenn man versteht, dass eben jetzt fast jede Industrie disruptiert wird durch KI, also diesen Supertrend, den ich vorhin beschrieben habe. Ob das Landwirtschaft oder Nahrungsmittelerzeugung ist, ob das die Energiewirtschaft ist, ob das die Medizin ist, ob das Transportlogistik ist, ob das sogar im Manufacturing, also wenn wir einfach sehen, wie werden heute Dinge hergestellt. Also man kann theoretisch heute etwas mit einem Computertomographen aufnehmen, eine Kopie anfertigen und ein 3D-Drucker druckt das gleiche Teil als digitalen Zwilling einfach aus. Und das dauert wenige Stunden. Also wir haben ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und wir sollten uns aber eben auf diese disruptiven neuen Technologien konzentrieren und nicht auf das Verteidigen einer alten Technologie, die schon am Auslaufen ist. Und wenn wir 5 Jahre damit zubringen, das Elektroauto schlecht zu reden und zu sagen, wissen wir nicht, wollen wir nicht, mal gucken und vielleicht ja doch Verbrenner oder dann machen wir das eben mit Synth-Fuels. Das lenkt uns ab von dem Mitspielen und verschlechtert unsere Position, in den neuen Märkten mitzuspielen. Weil man kann vielleicht lobbyistisch etwas um 2-3 Jahre verzögern. Aber wenn man in der gleichen Zeit das nicht genutzt hat, auf dieses Leapfrogging auf den nächsten Technologietrend zu machen, dann hat man auch keine Chance mehr mitzumachen. Und da müssen wir wirklich an unserem Mindset ein bisschen arbeiten in Deutschland. Naja, also ich habe bei D&E war auch so ein bisschen Automobilsektor da gecovert und es auch so mitbekommen, ne? Also du hast einfach das Gefühl gehabt, sie machen es irgendwie nur, weil sie von der EU gezwungen worden sind wegen CO2-Ausstoß und es gibt ein paar, die es gut fanden, aber irgendwie die Mehrheit, ne? Also BMW hat ja mit dem irgendwie i3 angefangen und hat irgendwie i5 und i7 in der Schublade. Mit dem einen waren sie zu früh und haben sie da dicht gemacht. Also klar, die eine Konkurrenz aus den anderen Ländern ist wahrscheinlich noch weiter hinten dran und die Deutschen haben zumindest so im Premium-Sektor, glaube ich, da gibt es immer dann noch so eine Nische, aber im Massenmarkt wird es wahrscheinlich meiner Meinung nach schwierig. Ja, ne? Es oder ist eben nicht nur der Antrieb, weil also wenn man klein denkt und sagt, wir regen uns über Benzin, Diesel oder Elektro oder Wasserstoff auf, dann springt man einfach zu kurz. In dem Moment, wo wir Autonomie haben, also im Moment denken wir an ein Fahrzeug, egal ob es ein Fahrrad, ein Auto oder ein Lastwagen ist, so, aha, wir brauchen auch einen Mensch, der dieses Fahrzeug fahren oder führen kann. Ja, dafür haben wir ein Führerhaus vorne drin und Lenkrad und Pedale. In dem Moment, wo wir robotische Fahrzeuge haben, also Dinge, die selbsttätig sich durch eine Stadt oder durch ein Industriegebiet oder in der Wohnung bewegen können, brauchen wir sind wir nicht limitiert, dass wir eine Fahrerin oder einen Fahrer dafür finden. Und das wird den Markt für diese Geräte wahrscheinlich verzehnfachen. Das heißt, jede Automobilfirma, die im Moment sagt, oh, wir hoffen, dass wir 2030 wieder so viele Autos verkaufen, PKWs, die wir vor Corona verkauft haben, die missachten, dass dieser Markt für Mobilität sich verzehnfachen wird für Fahrzeuge, die eben nicht von Menschen gefahren werden. Und dann gibt es ganz viele Autohersteller, mit denen wir reden und wir sagen, ihr müsst in die Robotik rein. Und die sagen, nee, das machen andere, wir machen Autos. Und ich sage, boah, Leute, Na gut, hoffen wir mal trotzdem das Beste. Und generell, wir leben auf jeden Fall in interessanten Zeiten. Wird sich, glaube ich, denke ich, viel tun die nächsten Jahre. Ja. Werden wir hoffentlich dann auch mehr wieder im Aktienmarkt sehen.
denke, Sie sind auch in oder bist auch in Wachstumsaktien investiert, so wie ich über meinen Fonds. Ja. Und glaube ich, langfristig ist das sehr Man interessant. muss, dann sind wir wieder am Anfang des Gesprächs. Also Dinge passieren nicht über Nacht, aber sie passieren auch nicht vollkommen zufällig, sondern sie haben meistens eine Logik. Und wenn man die begreift und sieht und dann Zeit hat und nicht sofort aufgibt und dranbleibt und das größere Bild versteht, dann ist das eine super Zeit für Investoren. Super. Vielen Dank, Lars. Ich habe was gelernt. Ich hoffe, die Zuschauer fanden es auch interessant und bei weiteren Fragen gerne kommentieren. Und auch zu deiner Future Matters ist im Video verlinkt, wenn jemand mal sowas buchen möchte oder sich informieren möchte oder eine Firma. Genau. Gut. Wunderbar. Dankeschön. Super. Ciao. Ciao.